Und wir sehen einen Run. Wir sehen einen Run. Ja, genau. Deswegen können wir später gerne mal das eigentlich. Richtig. Ja. Viel Spaß, ich bin dann mit das Subgoal ausblenden und so, ne? Ach so, okay. Sehr schön. Und bis später. Bis später. So, dann schauen wir. Okay, ich war gerade irritiert von dem User-Left-Channel. Schauen wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen. Das ist ja relativ spontan, dass wir als Hauptkommentatoren jetzt unsere. Ja, also ich sag's mal so, ich kann auch Hauptcommentary übernehmen. Also ich kann, wir können uns da so ein bisschen abwechseln. Ja. Ich denke mal, darauf wäre es eh hinausgelaufen. Es ist halt eine Major Glitches Kategorie. Also es ist keine No Major Glitches Kategorie. Eben. Das ist bei GDQ, bei Erling the Past muss man das dazu sagen. Es wird gleich sehr interessant. 3, 2, 1, let's go! Und los geht's. Vielleicht mal ein bisschen leiser machen. Da kann gerne die Regie noch einpegeln. Und ja, da geht's los. All Bosses No Exploration Glitch. Es wird wild. Es wird wild, glaube ich, ne? Es wird definitiv wild. Der Exploration Glitch ist ein Glitch, der, für die Leute, die sich wundern, ist es ein Glitch, der bei dem man ein bisschen mit den Layern im Spiel herumspielt und der dazu führen kann, dass man beispielsweise das Spiel in unter 3 Minuten durchspielt. Unter 2 Minuten, korrigiere. Unter 3 Minuten kriegt man noch so hin, ohne Exploration Glitch. Mit Exploration Glitch kriegt man es noch ein bisschen schneller hin, wenn man dann einen anderen. Werden wir sogar noch sehen. Das ist ein Bonus-Run, der noch kommt. Ach, den Any%? Ja, Any%, werden wir noch sehen. Genau. Ah. Oh, er hatte den falschen Namen eingegeben. Long hatte doch noch gewonnen. Er hat aber Dead immer noch drin. Deswegen haben sie jetzt nochmal neu gestartet. Gut, dann geht's jetzt los. Genau. Und unsere, und die Kategorie heißt auch All Bosses. Das heißt, unsere, unser Ziel ist es auch, unterwegs alle Bosse zu killen. Also quasi alle Dungeons zumindest abzuschließen, technisch gesehen. Da sind wir schon wieder nicht ganz einer Meinung. Ja, stimmt. Weil das Castle am Anfang könnte man ja auch als Dungeon zählen. Stimmt. Ich überleg gerade, man kann doch, glaube ich, auch einige der Kristalle, also das Einsammeln einiger Kristalle überspringen. Oh ja, das wird dann noch kommen. Okay, aber das würde dann damit würden wir die Dungeons abschließen, aber das muss man dann ja nicht unbedingt machen, der Kategorie. Genau. Werden wir sehen. Wir fangen an, wie jeder außer dem puren Any%, wie jeder Speedrun anfängt außer dem puren Any%, wir holen uns erstmal Schwert und Schild. Mhm. Und danach fangen wir mit interessanten Dingen an. Genau. Also es ist im Grunde alles vertreten hier in dem Run, was man so an Glitches und dergleichen. Nein, nicht alles, aber vieles halt. Alles nicht, Exploration Glitch darfst du halt nicht machen, aber ansonsten. Ja gut, stimmt der ja sowieso nicht. Was relativ fies ist, weil von der Beschreibung her klingen die Exploration Glitches ziemlich genau wie eine Sache, die wir gleich sehen werden. Es ist aber auf der technischen Seite ein kleiner Unterschied drin, aber da bin ich ganz ehrlich, da bin ich zu wenig Runner, um den genauen Unterschied zwischen den beiden Glitches zu erklären. So, das nächste, was wir machen, ist, wir gehen mal hier nach oben und während wir nach unten springen, speichern und quitten wir. Damit sind wir jetzt auf so einer Zwischenebene. Das ist halt nicht. Achso, ja gut, noch nicht. Das ist gestored. Das ist die Storage dafür. Achso, okay. Wieder Storage. Aber das war halt ein wichtiger Bestandteil früher von der Any%-Route. Die hat sich aber mittlerweile ein bisschen geändert. Werden wir nachher sehen. Genau, das war früher die Any%-Route ohne. Also, das ist die Any%-Route ohne Exploration Glitch, die wir dann genauso starten. Mhm. Was wir hier jetzt aber machen, das ist schon ein bisschen ein kleiner Unterschied. Wir lassen uns einmal treffen, bevor wir hier reingehen. Es war wichtig, dass wir uns hier haben treffen lassen. Denn wir müssen gleich Schaden nehmen, während wir oben stehen. Und dadurch, dass wir dann Schaden von einem Gegner genommen haben und gleichzeitig ins Schloss rein sind, denkt das Game noch, dass wir gerade Schaden von einem Gegner unten genommen haben und hat uns jetzt auf so eine Zwischenebene gesetzt. Mhm. Und mit dieser Zwischenebene können wir an diesen Gegnern vorbei und hier einmal raus. Und das war, herzlichen Glückwunsch, der Castle Escape. wir müssen es. Ja. Immer noch im Gefängnis. Zelda sitzt leider immer noch im Gefängnis, tut mir leid. Wir machen mal sonst weiter. Nächster Titel hieß dann wirklich The Legend of Link. Weil Zelda gibt es ja nicht mehr. Genau. Blöd gelaufen.
Genau, was er jetzt hier versucht, ist, sich hier halb in die Ecke reinzuklippen und dann so runterzuspringen. Also sobald er ein bisschen in die Ecke reingeklippt ist, kann er den Sprungtrigger erwischen, der eigentlich von dieser Klippe kommt. Und wenn er diesen Sprungtrigger an der richtigen Stelle erwischt, dann kann er... Das kommt jetzt wirklich aufs, nee, es kommt aufs richtige Pixel an hier tatsächlich gerade. Ah, okay, jetzt macht er sogenannte Select Buffers, also wie man immer wieder auf Select drückt, kann er sich Pixel genau da bewegen. Ah, jetzt hat er es. Ja, jetzt hat er es. Er ist jetzt gleichzeitig auf dem Wasser aufgekommen und hat den Trigger erwischt, weswegen er auf die andere Karte gesetzt wurde, aber im Wasser. Und er konnte dann eben weiter durchlaufen, weil das Schwimmen nicht angefangen hat, was sowieso nicht geklappt hätte, weil er keine Flippers hat. Aber so ist er eben an den Wachen vorbeigekommen. Weil dank Fake-Flippers braucht man die ja eh nicht unbedingt. Ja, wobei also, das hier kein Fake-Flippers war, weil mit Fake-Flippers wäre er geschwommen. Genau. So, und was wir jetzt hier machen, ist ein sogenannter Teleport oder Clip-Teleport, gefolgt von einem Transition-Skip. Wie heißt denn das? Ich überlege auch gerade. Ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Flow, nein. Ich habe mich gerade noch mit allen Glitch-Namen beschäftigt, aber herzlichen Glückwunsch. Es sind halt so viele. Ja. Auf jeden Fall konnten wir uns jetzt gerade den Trigger geskippt, der uns unten aus der Karte, aus dem Screen rausbringen würde. Und sind dadurch wieder oben gelandet von der Position her. Hatten aber dadurch wiederum eine etwas andere Position auf der Weltkarte, weil auf der Weltkarte wir trotzdem nach unten gefallen sind. Mhm. Deswegen das komplette Spiel durcheinander kommt und uns teilweise auf den aktiven Screen uns Trigger schiebt, die eigentlich nicht für diesen Screen bestimmt waren, wie beispielsweise den Entrance für diesen Palast oder für dieses Dungeon. Richtig. Kennt man ähnlich vielleicht auch aus wie ist der Game Boy? Link's Awakening, genau. Hat zwar ganz anders funktioniert, aber der Effekt war ein ähnlicher zumindest. Green Ripping war es, by the way. Ah, okay. Und damit konnten wir da uns quasi ein bisschen teleportieren, genau. Genau, wir konnten, nicht ganz teleportieren, wir sind technisch gesehen immer noch in den richtigen Eingang rein, aber der Eingang war halt nicht ganz an der Stelle, wo er sein sollte. Genau. Das Spiel hat ihn da halt hingesetzt. Hier haben wir uns jetzt von diesen, wie hießen die Gegner nochmal? Irgendwas, das waren doch auch Dark Fairies, glaube ich, ne? Ja. Haben wir uns kurz treffen lassen und eigentlich müssten wir da alle Gegner besiegen. Dann wären diese Dark Fairies auseinandergegangen und wir hätten den Schalter betätigen können. Wir haben uns einfach von treffen lassen, sind schnell rein und haben den Schalter betätigt. Hat halt ein bisschen Zeit. Jo, dann haben wir hier auch schon einen Bogen. Ich muss noch den Disclaimer sagen, alles, was ihr in diesem Run sehen werdet, kann man auf einer ganz normalen Version von der Link to the Past genau so machen, wenn man gut genug ist. Ich muss diesen Disclaimer wahrscheinlich noch ein paar Mal bringen, weil die Leute, die A Link to the Past die Major Glitches Kategorien kennen, die werden mir das wahrscheinlich nicht glauben. Und der Bogen, das wird jetzt zumindest in der Anfangsphase unsere mächtigste Waffe sein. Also zumindest in der Lichtwelt, sagen wir es mal so, ganz grob. Genau. Ja, wobei. Naja, sagen wir mal allgemein unsere mächtigste Waffe bei vielen Gegnern. Rein prinzipiell gebe ich dir recht, aber wir werden nicht allzu lange nur in der Lichtwelt bleiben. Ach so, ja gut, stimmt. Ich kenne halt die Kategorie nicht so wirklich, deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher. Ja. So, mal schauen, ob er jetzt hier den Quick Kill kriegt. Also normalerweise ist es ja so, dass wir, wenn wir 5 von diesen Rittern besiegt haben, dass der 6. dann halt in so eine Rage-Phase kommt. Wenn man es richtig macht, so wie er es jetzt geschafft hat, erfolgreich, können wir quasi den 5. und den 6. Ritter nahezu gleichzeitig töten, oder fast gleichzeitig. Und dadurch kommt er gar nicht mehr in diese Rage-Phase, wir sparen Zeit und haben den Kampf halt deutlich schneller beendet. Damit haben wir den Eastern Palace weg. Genau. Und das ist halt einer der Bosse gewesen, die wir besiegen müssen in dieser Kategorie. So, wir werden uns jetzt als nächstes die Flügelstiefel holen. Mhm.
Pegasus Boots heißen, glaube ich, ne? Genau, Pegasus Boots. Und bei, ich vergesse seinen Namen immer, ich nenne ihn, wie hatte ich ihn immer genannt, Schalala oder so? Schalalalam? Irgendwie so. Also er heißt eigentlich anders. WR ist das Comment, was du gesucht hast, wahrscheinlich. Achso, ja. Hast es gerade selber noch gefunden. So, ja, die Schatztruhe nehmen wir auch noch mit. Ja. Also wir brauchen zu einem bestimmten Zeitpunkt, oder zweimal in diesem Run brauchen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt immer eine bestimmte Menge an Geld oder an Rubinen. Es gibt Möglichkeiten, da ranzukommen, indem wir ja so ein bisschen Manipulation betreiben. Es ist aber einerseits ein bisschen sicherer, diese 50 Rubine damit mitzunehmen, oder Rupien. Und andererseits, ich weiß nicht, in der Kategorie kann es sogar sein, dass wir sie so mitnehmen müssen. Hm. Weil sie so geroutet sind. Ich weiß nicht mal, ob man sie zweimal braucht, tatsächlich. Also in der Kategorie geht es gleich noch ziemlich ab. Das mit dem schnellen Laufen, den haben wir gerade nicht erklärt. Es ist möglich mit... Ja, ich komme eigentlich nicht dazu. Ich muss einfach gleich den Teleport erklären. Der Item Dash? Ja, den Item Dash. Genau, können wir später nochmal drauf eingehen. Genau, ein paar werden wir noch sehen. Was wir jetzt machen, ist ein sogenannter Teleport wieder. Und zwar diese schrägen... Oh, der hat ihn so schnell gemacht, ey. Wow. Das ist nicht mehr normal. ja, bei diesen schrägen Kanten, also bei diesen schrägen Klippen, wenn man sich an eine gewisse Stelle in diese Klippe, also man kann sich ein bisschen reinklippen in diese Klippen. Mhm. Kann sich reinklippen, wow. und wenn man sich an eine gewisse Stelle stellt und dann nochmal gegen die Klippe läuft, wird man nach oben bzw. unten teleportiert. Die sind ein Pixel auseinander, die beiden Positionen dafür. Und dann mit diesem Teleport nach oben oder nach unten kann man eben ein Screen-Wrapping machen, dass man eben sich beispielsweise unten aus dem Screen raus teleportiert und wieder oben reinkommt, damit man wieder falsche Positionen hat. Oder man kann eben verschiedene Bereiche einfach skippen. Er hat jetzt hier einen Teleport nach oben gemacht, ist auf den nächsten Screen, hat davon noch einen Screen-Wrap mitgenommen und konnte dann eben in diese Höhle rein, wo er jetzt auf der anderen Seite wieder raus ist und jetzt hier durch einen zweiten Teleport mit Screenwrap mal eben in den nächsten Palast reingekommen ist. Genau. Weil die Frage gerade war, ich erkläre es mal kurz, also es hat ja da eben die ganze Zeit geregnet, oh, war das beabsichtigt? Glaube ich ja, nicht, ne? Nee. So, okay. Aber mit dem, also es hat ja die ganze Zeit geregnet. Und das lag tatsächlich daran, dass halt wir das Hyrule Castle nicht so abgeschlossen haben, wie es eigentlich abgeschlossen werden sollte. Und wir im Endeffekt den Trigger dafür übersprungen haben, dass sich das Wetter ändert. Deswegen sehen die Wolken hier jetzt auch so komisch aus. Ja, falls ihr Fragen habt, ich hab sie auch. Genau. Mehr sage ich dazu nicht. im Übrigen, wir sind gerade in den verlorenen Wäldern. Genau. Wir sind gerade in den Lost Woods. Also offensichtlich, ne? Ja. Erkennt man noch. was hier im Endeffekt passiert ist, er hat hier durch die Sachen, die er geworfen hat, das Game ein bisschen ausgetrickst und ist oben aus der Karte raus, was natürlich an der Stelle nicht mehr sein sollte. Und dementsprechend sind wir auf einer etwas verglitschten Version der Lost Woods gelandet. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dieses Gleiten nach oben ist. Auf alle Fälle hilft es uns hier durch den Dungeon so ein bisschen durchzukommen. Wir konnten jetzt, genau, das ist eine Technik, die nutzt man eventuell auch als Casual-Spieler mal, dass man mit den Pegasus-Stiefeln irgendwo gegen eine Wand rennt und durch diesen Rückstoß, den man dadurch erleidet, über irgendwelche Klippen rüberkommt. Es gibt sogar eine Stelle, da muss man das als Casual-Spieler so machen, um an, ich glaube, ein paar Feen ranzukommen. Das ist der Moment, wo die Cartridge rot glühen beginnt. Genau. Witzigerweise, da werden noch ganz andere Sachen in diesem Game passieren nachher. Oh ja. Die ich auch besser erklären kann, als das, was jetzt gerade passiert, also was da gerade passiert ist. So, da haben wir schon den Sumaria-Stab. Genau. Und dieser Stab ist verglitscht.
Und zwar richtig. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist doch das stabilste Item im ganzen Spiel. Genau. Also ich kann dir aber schon mal ansatzweise erklären, was es mit dem Somaria-Stab auf sich hat in dem Spiel. Wir können mit dem ja so einen Block erschaffen und dieser Block überschreibt im internen Speicher des Spiels einen Gegenstand oder ersetzt ihn. Und ja, das sorgt für einige lustige Sachen, die wir damit anstellen können. Weißt du, was das Witzige daran ist? Na? Es können verschiedene Sachen passieren. Es gibt Sachen, die man nicht als Major Glitch zählt, sondern als Minor Glitch. Die siehst du in der No Major Glitches Kategorie. Mhm. Es können aber auch noch andere Effekte passieren, wie das Ancilla Misslotting. Das zählt als Major Glitch. Okay. Du weißt, wow. merkt euch Ancilla Misslotting. Ich werde es nachher nochmal ansprechen. Dann wird es richtig lustig. Ja, weil man kann damit zum Beispiel das sogenannte Fake Powder erschaffen. Also wir brauchen im Endeffekt nur den Pilz und den müssten wir eigentlich im Spiel abgeben, um halt das Pulver zu erschaffen. Und mit Hilfe des Somaria-Stabs können wir halt das sogenannte Fake Powder machen. Da brauchen wir halt wirklich nur den Pilz im Inventar und haben plötzlich Pulver. Weißt du, was das Witzige daran ist? Na? Werden wir in diesem Jahr nicht sehen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber das sieht man zum Beispiel in der Any% No Major Glitches Kategorie häufiger mal. Richtig. Vor allem als Backup. So, wir haben jetzt nebenbei auch noch den Hookshot. Das ist das zweite Item, was wir für Insular Misslotting brauchen. Das heißt, theoretisch könnten wir, aber wir meinen es jetzt noch nicht machen. Was wir in der Zwischenzeit machen, ist auch ein paar Teleports mit Screen Wrapping, mit eventuell sind wir ein bisschen in einer komischen Position gerade. Aber nur eventuell. Ja. Ja. Da sind wir wieder in dem dritten Land. Oh Gott, wie hieß der nochmal in der Lichtwelt? Ich vergesse den Namen immer wieder. Jetzt geht das wieder los mit den Dungeon-Namen. Ja. Power auf irgendwas. Nee. Also auf alle Fälle das Gegenstück zu Garnons Turm. Richtig. So, da sind wir schon beim Boss. Ah ne, hier ist der Boss. Tower of Hera. Genau. Hab ich natürlich gewusst. Danke, Darksec. Ganons Keller. Genau. Ja, wir sind offensichtlich im Aghanon-Fight, ne? Genau. Macht man normalerweise in dem Dungeon, ja. Ja, macht man auch genau so mit den Blöcken, die wir die ganze Zeit hier hinsetzen und damit unsere Mana-Leiste auffüllen. Blue Balls spielen hier auch eine Rolle, denke ich mal, ne? Nur meiner. Also, achso, okay. Klar, es klaut natürlich Zeit, wenn du einen Blue Ball kriegst. Also Blue Balls, das heißt, jetzt macht er einen Blitz, dann kann er sowieso einfach rappen. Also Blue Balls, Aghanim, ich bin gerade nicht auf seinen Namen gekommen. Aghanim hat halt die Möglichkeit, entweder so eine Energiekugel zu schleudern, die können wir zurückschleudern, oder die sogenannten Blue Balls, die sich dann, das ist halt die Kugel, die sich aufteilt. Und man möchte halt in einem Speedrun nicht mehr als 3 Blue Balls haben, weil wir dann eine zusätzliche Blitzphase dabei haben und die kostet natürlich Zeit. Aber da hat man halt keinen Einfluss drauf. Genau. Warum ist es so geglitscht? Weil er verschiedene Glitches benutzt hat, die das ganze Spiel ein bisschen kaputt machen. Nur minimal. Genau. Also wir hatten ja einzelne Glitches erklärt, werden es wahrscheinlich im Laufe des Runs immer mal nochmal aufgreifen. Ja, aber bei Fragen notfalls einfach die Fragen stellen. Ich find geil, wie sie im Hintergrund schon Hookshot Misslotting erklären, obwohl es doch gar nicht gesehen wurde. Ach so. Aber wahrscheinlich kommen sie nachher gar nicht mehr hinterher damit dann im Zweifel. Ja, also ich habe mir überlegt, ob ich versuchen soll, es zu erklären, weil ich habe es verstanden, wie es läuft. Mhm. Allerdings glaube ich, dass es den meisten Zuschauern keinen Mehrwert bringen wird. Ja, gut. Wobei, das dürfte jetzt eigentlich schon das erste Mal richtiges Hookshot Misslotting sein, oder? Ja, sieht zumindest danach aus. Nee, war es noch nicht ganz. Aber er versucht. Oh ja, jetzt da. Da haben wir es. Jetzt haben wir. Also, das war die erste Form von Hookshot Misslotting wohlgemerkt. Das war die erste Form. Es gibt noch ein paar andere.
Und ja, das ging alles im originalen SNES-Game, in jeder Version von diesem Spiel. Richtig. Okay, wie Hookshot Missloting funktioniert. Im Endeffekt haben wir ja unseren Stab. Und das Spiel verwendet insgesamt 16 Byte an Speicher, um Objekte oder besser gesagt, um solche Projektile im Spiel darzustellen. Die Position und eben auch, was es für Projektile sind. Insgesamt 16 Byte an Speicher. Und dabei verwenden verschiedene Projektile oder verschiedene Arten von Projektilen, verwenden verschiedene verschiedene Slots innerhalb von diesen 16 Bytes. Und der 9. Slot ist der vom Hookshot. Da ist dann beispielsweise drinnen, wird beispielsweise ein Value gestored, der dir sagt, ich habe jetzt gerade mit dem Hookshot getroffen, ich werde jetzt für so und so viele Frames Link fliegen lassen. In die gewisse Richtung. Und was wir im Endeffekt mit dem Stab machen, weil der Stab hat diese Eigenschaft, dass der so viel Daten in diese 16 Bytes reinschreibt, dass der teilweise Bytes, also Daten in die falschen Bytes reinschreibt. Das heißt, mithilfe des Stabs und noch ein paar anderer ähnlicher Projektile, wie beispielsweise ein Schwert oder ein Bogen, kann man dafür sorgen, dass der 9. Slot, wo eben der Hookshot, wo die Hookshot-Values drinnen sind, dass da die falschen Werte drin stehen. Und dadurch kann es dann eben passieren, dass mit dem Hookshot gewisse Dinge passieren. Genau. was passiert bei 17? Crash? Nein, 17 gibt es in dem Sinne ja nicht. Wenn es 17 geben müsste, dann wird einfach irgendein Slot überschrieben. Entweder wird ein Slot überschrieben oder er kann outflowen, also das kann auch passieren. Ich glaube, das ist sogar eine Form, die passieren kann, weil dahinter der Speicher für die normalen Gegner liegt und das kann man nicht, also es gibt ja im, war das in der Link to the Past? Ne, es war nicht in der Link to the Past. Mit dem Block, der die Gegner despawnen kann. Also ich weiß, was für ein Prinzip du meinst, ich wüsste aber jetzt nicht, in welchem Zelda das gewesen ist. Ne, das war in der Link Between Worlds tatsächlich. Habe ich gerade die Games verwechselt. Okay, ja, passiert. Nee, aber outflowen bedeutet einfach, dass der Wert, der eigentlich in diesem, ich sag mal, Item-Speicher gespeichert werden sollte, in diesen 16 Slots, dass der plötzlich in irgendeinem ganz anderen Slot gespeichert wird. Also weiß ich, in dem Gegner-Slot mal als Beispiel. Dadurch passieren dann auch sehr seltsame Dinge. Ja. Ist halt alles sehr technisch. Ja, also wenn ihr seht, dass er wie hier gerade irgendwelche random Sachen macht, dann ist es genau das, was er hier machen will. Er setzt sich selber an eine gewisse Position, macht eine gewisse Anzahl an Projektilen auf die Karte und will dann eben schauen, dass er dadurch eben den richtigen Wert in diesen 9. Slot reinbringt, damit er dann, wenn er den Hookshot das nächste Mal feuert, wieder die Effekte kriegt, die er eben haben will. Genau. Das ist alles sehr technisch. Das Ganze, also vor allem, wenn wir es jetzt 100% akkurat alles erklären wollen würden, ja, da würden wir hier mehrere Stunden sitzen. Es wäre mehr Programmierkurs als ein Speedrun-Commentary. Richtig, ich habe es versucht, so weit wie möglich runterzubrechen, damit die Leute, die ein bisschen was an technischem Know-how wollen, ein bisschen was dazu haben, aber dass es nicht zu kompliziert wird. Genau. Ich hoffe, ich habe da so ein bisschen die Brücke geschlagen. Die Gegner gehören hier eigentlich nicht hin. Oder? Die anderen Viecher da? Nicht so ganz sicher. Die sahen irgendwie falsch aus an der Stelle. Ich weiß es selber gar nicht mehr. Ich habe das Spiel so casual schon ewig nicht mehr gesehen oder selber gespielt. Aber wie gesagt, also das Technische. Notfalls schaut euch da irgendwelche Erklärungen auf YouTube oder so an. Ich glaube, da kriegt man es ein bisschen besser mit. Es gibt ein einstündiges Video-Tutorial zum Thema Ancilla Overload. Oh, wow. Und, wobei, das einstündige Tutorial war zu den Out-of-Bounds-Themen, wo eben die Teleports dazugehören, wie wir vorhin gesehen haben. Der Ancilla Overload hat an einem Beispiel gezeigt, das war 20 Minuten. Wow. Also, Ancilla Overload / Ancilla Misslotting. Das wird jetzt witzig. Wir wollen in den Raum rechts von uns. Alles klar, ne?
Ja. Doch. Ich wollte gerade sagen, holen wir uns die Prinzessin doch noch, also Zelda doch noch, aber wir sind ja in dem Thieves Town, in dem Dungeon. Wir sind in der Thieves Town und haben jetzt hier das Mädel geholt, was sich dann am Ende rausstellen wird, dass unser Boss ist. Genau. Weiß nicht mal, was das für ein Game ist. Das ist Legend of Zelda A Link to the Past. Steht unten, unterm Stream direkt. Moment, ich gucke sicherheitshalber nochmal. Ja, doch. Doch, hat er alles ordentlich übernommen. Gut. So, da haben wir, sind wir beim nächsten Boss. Hier gibt es tatsächlich eine Manipulation, eine RNG-Manipulation. Also eigentlich würde der Gegner sich halt zufällig, also mehr oder weniger zufällig bewegen. Es gibt aber bestimmte Abläufe, die wir machen können und auf die reagiert der Gegner auch immer gleich. Das heißt, wir können den ganzen Kampf quasi kontrollieren. Und wenn wir es richtig machen, sieht dieser Kampf immer gleich aus. Genau, im Layout steht es auch nochmal auf der linken Seite. Ganz oben, genau. Muss ich selber erstmal gucken. Habe ich so noch nicht gesehen. Ja, was man von der Link to the Past normalerweise sieht, ist ein No Major Glitches Run oder ein Randomizer mittlerweile, der im Normalfall auch mit No Major Glitches Rulesets gespielt wird. Mhm. Das hier ist halt Major Glitches und da merkt man halt mal, dass nicht unbedingt Ocarina of Time das kaputteste alte Zelda ist. Genau. Ja, No Major Glitches ist eigentlich so die Hauptkategorie in dem Spiel, einfach weil es halt eine ordentliche Länge hat und trotzdem noch interessant ist. Und ein paar Glitches sind auch da mit dabei. Aber wir sehen halt heute All Bosses und No Exploration Glitch. Genau. Und hinterher sehen wir halt auch noch den Any% Run, also da, wo wirklich alles erlaubt ist. Und der geht dann so, ja, ich würde mal sagen, bei dem Event hier 2 Minuten, vielleicht ein bisschen länger. Da kriegt man auch bei, ich glaube, der WR liegt dabei 1,5 Minuten. So, was wir jetzt hier gerade sehen, ist ein sogenannter Doorclip. Mhm. Wir haben gerade diesen Übergang, der uns einen Stockwerk höher bringen sollte. Den haben wir dazu genutzt, indem wir einen Block genommen haben, wo wir uns halb in diesen Übergang haben reindrücken lassen. Dadurch hat das Spiel die Properties vom nächsten Run geladen, aber wir waren noch im vorherigen Run gestanden. Was im Endeffekt heißt, dass beispielsweise die Truhe aus dem nächsten Run vorhanden war. Mhm. Und auch die Löcher rein prinzipiell, aber die Löcher erst geladen wurden, nachdem die Truhe fertig geladen war. das heißt, wir konnten über die Löcher alle drüber laufen und sind so schneller an die Truhe rangekommen. Genau. Ich finde einfach ich finde diese 90 Grad, ich flieg mal in eine random Richtung, Hookshots einfach super. Oh ja. Ja, wir haben tatsächlich mal was Normales gesehen, also kein Glitch oder so, aber man nutzt den Hookshot auch öfter mal, um einfach ein bisschen schneller voranzukommen. Statt einen Weg nach oben zu laufen, schießen wir mit dem Hookshot und ja, sparen so eine Sekunde oder so vielleicht. Ja, das war wieder ein Doorclip. Mhm. Das ist, by the way, so ein kleiner Side-Effekt, der manchmal dadurch passieren kann mit den Grafiken. können wir eventuell nachher fixen. Genau. Keine Sorge, Mutter Ruby weiß noch, was hier abgeht. Richtig. es ist nicht unbedingt der einfachste Speedrun dann in der Any%-Kategorie. Oh, der Helmasaurus. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie haben wir jetzt eigentlich? Man sieht es gerade nicht. Weil Helmasaurus ist zumindest bei No Major Glitches in der Kategorie ein recht gefährlicher Gegner, der mit jeder seiner Attacken mal 2 Schaden macht. Und wir haben zu dem Zeitpunkt 6 Herzen. Das heißt, nach 3 Treffern spätestens wären wir weg, selbst wenn die Herzen alle voll sind. Beziehungsweise teilweise 7 Herzen. Kommt aber darauf an, es gibt so eine Backup-Strategie noch. Dann nimmt man ein Herz mehr mit. Aber ja, hier war der Kampf deutlich gefahrloser. Ich check gar nichts mehr. Ja, das ist auch gar nicht so einfach, hier wirklich komplett mitzukommen. Ja. Zum Thema ist der einfachste Speedrun. Der einfachste Speedrun wäre Any% No Exploration Glitch. Mit Exploration Glitch ist das Ganze ein bisschen schwieriger auszuführen und auch nochmal 1 Minute schneller. Genau. Bei diesem Any% No Exploration Glitch, den hatten wir
bei einem unserer Dokumi-Auftritte damals auch den Leuten beigebracht. Da sind viele Leute dabei gewesen, die haben noch nie zuvor einen Speedrun gemacht und waren dann hinterher auf dem Leaderboard. Es war jetzt nicht mit einer super Zeit, also das waren dann auch mehrere Minuten, aber sie waren drauf. So, hier erstmal ein bisschen Text wegdrücken. Ist an sich ganz normal, mal abgesehen davon, dass die Grafik halt gerade ein bisschen komisch aussah. Ja. Wie kaputt wollen sie ihre Zelda-Games? Ja. Einfach nur ja. So, und jetzt werden wir Mothula besiegen, glaube ich, ne? Genau. So, ja, hier hoffen wir jetzt darauf, dass, oh, da ist es passiert, dass wir ein bisschen Magie bekommen. Genau. Das ist an der Stelle ein bisschen, ja, es steht nicht fest, dass wir die kriegen, aber es ist schön, wenn wir sie haben. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Yep. So, und da haben wir Mothula. Übrigens, wir sind noch gar nicht darauf eingegangen, dass wir das Bacon Sword schon haben. Wir haben vorhin den einen Schmied aus der Schattenwelt befreit, haben dafür das sogenannte Bacon Sword bekommen, also eigentlich Schwert Stufe 3. Aber in der Speedrunner-Szene wird es mal Bacon Sword genannt, weil es halt die Farbe von Bacon hat. Stufe 4 wäre dann übrigens das Butter Sword, also das Butterschwert. Weil, ja, sieht halt so aus wie Butter. Noch ein paar Glitches mehr, das sieht aus wie das Bild vom Fernseher. Das ist darauf bezogen gewesen. Aber generell, Zelda Speedruns sind alle durch die Bank weg ziemlich kaputt, wenn man weiß, wie es geht. Ach, Zelda 2 ist doch nicht kaputt. Ach, überhaupt nicht. Okay, man muss dazu sagen, um's richtig kaputt zu machen, muss man gleichzeitig links und rechts drücken können, was ohne einen Tool-Assisted Speedrun nicht möglich ist. Mhm. Genau. Halt wegen der Beschaffenheit des Steuerkreuzes vom NES. Genau. Das Glitchless sah nicht ganz. Vielleicht. Bin mir nicht sicher. Da haben wir jetzt gerade einen Safe and Quit gemacht und es sollte jetzt eben auch unsere. Ja. Bitteschön, jetzt seht ihr auch wieder was. Genau. Hey, Mothula, der Kampf ist jetzt, ja, kann man nicht allzu viel zu erklären. Wir müssen halt aufpassen, dass wir Mothula nicht in die Stacheln reinbringen, weil er dann keinen Schaden nimmt in der Zeit. Aber ansonsten drauf einschlagen, gut ist. Ja, wir wollen jetzt ein paar Mal. Genau, wir wollen jetzt ein paar Mal runter, damit wir hier diesen Übergang erwischen können, der auf einer anderen Karte eigentlich war. Haben wir ein paar Screenwraps gemacht. So, und jetzt müssten wir richtig genau hier hinkommen. Wow, da wird die Tabletten habe ich eigentlich genommen. Keine Sorge, so laufe ich auch mal zu Icecover, ne? Genau. Und wenigstens müssen wir uns, glaube ich, in der Kategorie über den Bombskip keine Gedanken machen, ne? Relativ sicher nicht. Also hier in dem Dungeon, da könnten wir eigentlich einen großen Teil abkürzen. Bei No Major Glitches wird es gemacht. Ja, indem wir halt einfach den sogenannten Bombskip machen in einem bestimmten Raum. Aber wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist der hier in der Kategorie gar nicht notwendig, weil wir da ganz anders durchkommen. Ja, da drücken wir uns einfach mal durch die Wand durch, ne? Genau. Ich meine, das ist dann auch eine Sache, die man einfach mal machen kann. Eben. Bin so verwirrt. Ja, Timo, da geht's, glaube ich, vielen Zuschauern jetzt so. Im Zweifelsfall einfach zurücklehnen und den Run genießen und versuchen, vielleicht so ein bisschen was zu verstehen von dem, was wir hier erklären. Aber ja. Wenn nicht, dann einfach genießen und gucken, wie kaputt dieses Spiel sein kann. Genau. So, dann haben wir hier jetzt. Wir müssen jetzt relativ bald an die. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der Vorbereitung noch gesehen habe. Okay. Übers Eis, das hat man eben ganz gut gesehen. Übers Eis können wir uns am besten bewegen, indem wir zwischendurch immer mit dem Schwert schlagen. Dadurch wird halt diese Rutschanimation abgebrochen. Und ja, damit kann man das Ganze besser kontrollieren. Ist vielleicht für einen Casual-Spieler auch ganz interessant.
Dieser Weg stand doch auch so im offiziellen Lösungsbuch. Ja, ja. Also auch hier, das wird durch eine geschlossene Tür einfach mal laufen, ne? Genau. Handlink ist eben aus dem Spiel bei mir zu Hause aufgetaucht. Oh. Ja, alles Mögliche in der Kategorie. Also, naja, ihr wisst, wie ich das meine. Kann man das Game auch soft hardlocken? Ja, kann man, aber das Game läuft überraschend stabil. Bedenken der Tatsachen, der Sachen, die wir ihm antun können. So, und hier müssten wir in dem Raum sein, der uns gleich zum Boss bringt. Obviously. Ja, das Spiel jammert, aber es macht tapfer weiter. Quasi genau wie Sif. Wer braucht schon Schlüssel? Echt mal. So, und da haben wir den nächsten Hookpush gehabt. Und jetzt kommt gleich der nächste. Also Hookpush, das ist halt das, was wir hier mit dem Hookshot die ganze Zeit machen. Und das ist so einer der wichtigsten Tricks in dieser Kategorie. Genau. So, und dann sind wir bei, ich vergesse seinen Namen immer wieder. Wird mir immer wieder gesagt, aber ich vergesse ihn trotzdem. Und den, beziehungsweise die, die haben sich ja jetzt in drei Augen geteilt. Versuchen wir halt alle drei oben rechts in der Ecke zu halten, um dann halt immer wieder drauf einzuschlagen, ohne dass die da wild durch den Raum fliegen. Damit können wir so alle drei immer gleichzeitig treffen und dementsprechend ist der Kampf schneller vorbei. Oh wow, Tiger. Deswegen warst du eben so ruhig. Ja, was glaubst du? Ja, die Gefahr, die du läufst, wenn du mit mir kommentierst. Du hast auch gerade die Donation gehört, ne? Ja, yeah. It's dangerous to go alone. It's dangerous to leave me alone in this castle dungeon. Donation vom Zelda offensichtlich. Genau. Also wer später dazu gekommen ist, wir haben ganz am Anfang Zelda niemals aus der Gefängniszelle da rausgeholt. Genau. So, jetzt sind wir endlich mal in der Kathedrale, da wo eigentlich jetzt Zelda mit dem Priester stehen müssten. Aber, ja. Ja, dann so haben wir gerade nie rausgeholt. Ja, und was passiert, wenn nichts aus der Kathedrale rausgeht? Also, es macht sogar fast Sinn, dass wir jetzt hier in dem Bereich sind. Das ist ja quasi der Weg zur Kathedrale. Also, es ist nicht komplett woanders. Okay, da hat er jetzt den Hookpush nicht ganz hinbekommen, also muss er es nochmal probieren. Muss er nochmal setupen. Genau. Das Problem ist halt, wenn man es zu oft nicht hinbekommt, dann kann es... Oh, wow. Das ist legit, ne? Ja, ja. Genauso kenne ich es auch. Nee, dann kann es halt passieren, dass uns irgendwann auch die Magie ausgeht und dann müssen wir irgendwo wieder neue Magie holen und das kostet dann natürlich auch wieder Zeit. Also... Für euch zur Info, warum macht man eine Tür auf und nicht einen Hookpush? In dem Fall, weil es schneller ist. Der Hookpush funktioniert halt im Endeffekt so, dass wir mit verschiedenen Sprites, beispielsweise unserem Stab oder dem Bogen oder dem Schwert, eben unsere Werte im Memory umschreiben. Und zwar vor allem den Wert, wenn du mit dem Hookshot triffst, errechnet sich das Spiel einen Wert. Dieser Wert besagt, ich lasse Link jetzt mit dem Hookshot fliegen und zwar für beispielsweise 76 Frames nach oben. Mhm. Und diesen Wert schreibt er im Endeffekt um mit den mit der Ancilla Manipulation oder mit Ancilla Overload. Also mit den ganzen Projektilen. Und er muss eben einen gewissen Wert erreichen, damit er eben in die Richtung und die Distanz kommt, die er eben haben will. Und manchmal kriegt er eben diese Werte nicht gut hin. Dementsprechend kann es sehr gut sein, dass er einfach mal eine Tür aufmacht und nicht einfach losfliegt. Mhm. Weil er natürlich die richtigen Werte schreiben muss. So, wir haben jetzt gerade noch den nächsten Bosskampf gehabt und deren Namen vergesse ich auch immer wieder. Auf alle Fälle ist dieser Kampf normalerweise ziemlich RNG. Die erste Position, wo sie auftauchen, ist immer dieselbe, die Richtung allerdings nicht. Und genau. Nachdem die Würmer das erste Mal aufgetaucht sind, tauchen die halt random irgendwo auf. Dadurch, dass wir aber jetzt schon das Bacon Sword hatten, also das Schwertstufe 3, haben wir halt deutlich mehr Schaden gemacht und der Kampf ist deutlich schneller vorbei gewesen, als es eigentlich beabsichtigt war.
So, genau, mit dem Spin-Speed, den wir jetzt gerade haben, ist es uns möglich, da links rein zu klippen. Oh wow, das wusste ich auch nicht, dass sowas geht. Da. Also dieser Spin-Speed funktioniert so, dass wir, wenn wir auf eine Treppe gehen, das ist jedem, der das Spiel mal gespielt hat, bestimmt auch aufgefallen, hat Link eine andere Geschwindigkeit. Und wenn wir dann, wie war das, einen Schwertschwinger machen und gleichzeitig lossprinten auf einer Treppe, genau, dann können wir halt diese Geschwindigkeit von Pegasus-Stiefeln die ganze Zeit aufrechterhalten, ohne neu anzulaufen. Und vor allem, wir können schräg laufen damit. Genau. Was normalerweise nicht geht. Und das funktioniert eben so lange, bis man aufhört, sich zu bewegen. Das heißt, auch wenn er gegen die Wand läuft, bewegt er sich noch rein prinzipiell. Mhm. Und dementsprechend konnte er sich jetzt so lange, konnte es jetzt mehrmals versuchen, eben in dieses, weiß gar nicht, was diese Objekte sind. Diese Vase da. Ja, ich sag einfach Vase. Mal Vase. Ja, in diese Vase eben halb reinzuklippen und von da aus dann eben mit dem Hookshot komplett reinzugehen. Genau. Und die Next-Nachricht ist im Moment nicht hundertprozentig korrekt, weil es hier noch einen Bonus-Run geben wird. Also, da, ach, stimmt. Genau. Also davon nicht täuschen lassen. Oh ja, apropos nicht täuschen lassen. Ja, Und ja, wir sind offensichtlich in Turtle Rock, ne? Ja, ja, klar, logisch. Macht man auch immer so. Weil wir sind halt schon an der Stelle, an der wir den Schlüssel hier einsammeln können. Richtig. Ja, also schon mittendrin im Dungeon. Und hier hätten wir jetzt, achso, Moment, hier gibt es ja noch was anderes Schönes. So, und auf diese Art und Weise kommt man hier ganz schnell durch an der Stelle. Statt ständig hin und her zu switchen bei den Schaltern. Ja. Und hier das Problem ist, an der Stelle, oben ist ja unsere Boss-Tür, aber wir haben den großen Schlüssel nicht, ne? Mhm. Bisschen schwierig, also was machen wir? Ja. Einfach durch. Wozu Schlüssel? Wer braucht schon Schlüssel? Genau. In den Dungeon hätte es übrigens als Dungeon-Item auch den Spiegelschild gegeben. Und den braucht man auch bei No Major Glitches zum Beispiel gar nicht unbedingt, um durch das Spiel durchzukommen. Genau wie in dem Eispalast, den wir vorhin gesehen hatten. Da wäre es halt unsere zweite Rüstung. Und die sammelt man normalerweise in den Speedrun-Kategorien auch nicht ein. Richtig. So, ich vergesse irgendwas mit Tri war sein Name, ne? Trihex? Trimax? Trimax, glaube ich. Trimax. Ja, Trihex war der Runner. Trihex war der Speedrunner. Genau, ich verwechsel die beiden immer, die Namen. Ja, das ist das Gleiche. Hat zwei Phasen. Ich vergesse immer wieder auch die zweite Phase von dem. Ich habe bei den Commentaries immer wieder gesagt, ja, der ist jetzt auch besiegt. Und dann, ach, da war ja noch die zweite Phase. Toll. Wie liegt er in der Zeit? 3 Minuten hinter mir. Ah, okay. Roundabout. Okay. Nicht ganz, so eher 2,40. Mhm. Okay. Also es geht noch um ein bisschen schneller, als es jetzt gerade macht, aber er hat halt auch relativ viele Sachen nochmal neu setupen müssen. Mhm. Und zum Beispiel ganz am Anfang, als er das erste Mal aus dem Schloss rausgekommen ist, da hat er ja bei dem einen Clip so ein bisschen Probleme gehabt, wo er dann auch noch Select-Buffern machen musste. Mhm. Aber das sind immer so Kleinigkeiten, die summieren sich dann einfach. Und hier so einen perfekten Run hinzukriegen, ist halt auch verdammt schwierig. Richtig. So, ja, weiter geht's mit mehr Glitches, wurde auch im Mainstream gerade gesagt. Ah, okay. Das ist auch interessant. Okay, so funktioniert die Scheiße also. Also, was hier gerade passiert ist, wenn du in einem sehr, sehr großen Raum bist und auf einem gewissen Pixel macht er hier wieder zwei Dropkicks. So, ja, die Spin Attack machst, dann glaubt das Spiel für kurze Zeit, dass du in einem anderen Raum bist, als du eigentlich bist. Und was er jetzt hier macht, sind wieder Dropkicks, die dafür sorgen, dass die Properties von einem anderen Raum geladen werden und suddenly wir sind offensichtlich im Aghanim 2 Fight. Also ja. habt ihr jetzt auch so gesehen, oder? Ja, ja. Alles ganz normal. Weil unsere Farben haben sich auch noch ein bisschen geändert. Das sieht auch sehr schön aus. Ja, wer wollte nicht schon mal Link mit Regenbogenrüstung spielen? Genau. Wer jetzt reinkommt und das sieht, der glaubt wahrscheinlich, das ist ein Randomizer und irgendwelche Custom
Kostümpaletten halt eingestellt oder irgendwie sowas. Aber nein, das gehört alles mit zum Spiel. Das kann man auch im ganz normalen Spiel theoretisch zumindest alles so machen, wenn man weiß, wie es geht. Richtig. Wäre ich nüchtern, würde ich alles verstehen. Ja, ich glaube nicht. Aber Aga 2 heißt ja normalerweise, dass wir gleich Ganon sehen, aber in diesem Fall muss ich ein bisschen spoilern. Oder dir dürfte auch schon aufgefallen sein, dass eventuell noch ein bisschen was fehlt. Ja, ja. Wenn wir alle Bosse machen wollen. So ein paar fehlen auf alle Fälle noch, ja. Aber ich glaube, die gehen jetzt sehr schnell. Die machen wir jetzt quasi alle hintereinander weg. Ja. Also ich sehe ganz klar eine politische Aussage seitens Links für die LGBTQ-Plus-Bewegung. Irgendwie schon, ja. Ja, nochmal kleiner Hook-Push, weil wir müssen jetzt nach Misery Meyer rüber. Den haben wir ja noch komplett außen vor gelassen, den Dungeon, ne? Ich finde den deutschen Namen immer noch besser. Der Wüstensee-Palast. Da regen sich die Leute auch mal auf, wenn ich den so nenne. Ah, super. So, hier nochmal ein Teleport, ich glaube nach unten. Mhm. Ja, es sieht nach unten aus. Ja, ein Teleport nach unten. Und dann konnte er eben rüber. Und ja, eigentlich sollte es hier regnen. Mhm. Aber das kriegt das Game gerade nicht so ganz hin, weil wir von, ein bisschen von der falschen Seite ausgekommen sind. Aber ich glaube, er hat gerade, ja, er hätte da nicht runter, er hat sich ein bisschen gesoftlockt. Ah, okay. Ja, gut. Er ist an der Stelle rausgekommen, wo er auf einer Klippe stand und da hätte er nicht mehr stehen dürfen. Er hätte von der Klippe runterspringen müssen. Mhm. ja, genau. Wir brauchten jetzt die eine Fee, weil wir halt noch mehr Energie brauchen, als wir jetzt hatten nach dem Neustart. Und ja. Das, was wir jetzt sehen, das haben wir eben im Grunde schon gesehen. Er muss es halt jetzt nochmal neu machen. Also hat er jetzt auch locker, keine Ahnung, eine Minute verloren, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber ist alles mit einkalkuliert in der Estimate. Weil es eventuell doch ein bisschen knapp werden könnte, ne? Estimate. 50? Ach nee, das 50 oder 58? Das erkennt man ja auch überlegen. Sein. Ja, 58. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. So, jetzt ist er unten. Ah ja. Es hat tatsächlich ein bisschen zu weit geflogen. Gerade eben. Aber jetzt können wir nach Misery Meyer rein. So, okay, der Glitch-Effekt geht übrigens auch gleich weg. Also für die Leute, denen das jetzt ein bisschen zu viel ist. Oh ja, stimmt, hätten wir eigentlich sagen müssen. Irgendwie aus der GTA Trilogy, die Definitive Edition. Ich halte mich da mal lieber zurück mit Kommentaren. Könnte sein, dass du recht hast. So, übrigens, die Grafik sieht wieder normal aus, falls jetzt wirklich jemand weggeguckt hatte. Ja, und was wir natürlich auch nicht unbedingt machen wollen, ist komplette Misery Meyer durchlaufen. Und dementsprechend schauen wir mal, wo wir gerade lang können. Genau. Ach ja, Ja, hat er auch gerade im Hauptstream gesagt, ist witzigerweise der heimliche Held in Misery Meyer für die Glitch-Categories, also für die Major Glitch, für die Kategorien mit Major Glitches, ist ein Raum, den man im No Major Glitches überhaupt nicht sieht, weil es ein optionaler Raum ist, aber aber hier in den Major Glitches ist es ein bisschen der Hard Carry. Quasi der Spore-Spawn der Zelda Link to the Past Speedruns. Ja. Ah, hier, das ist übrigens der Fishbone Room. Genau. Draiken, ja, das ist der legendäre Wüstensee-Palast. Haut mich bitte nicht für den Namen. Okay, jetzt haben wir Slot 9 wieder. Genau. Entsprechend eingerichtet. Was im Endeffekt heißt, dass wir Hook pushen können und Abfahrt geht's. Genau. Okay, den Schlüssel haben wir. Genau, den haben wir gar nicht. Ne? Also, haben wir auch nicht, brauchen wir auch nicht. Genau.
So, hier gibt es jetzt die Methode, sich einfach reinzustellen. Damit können wir eine Menge Augen auf einmal treffen. Macht man in der Kategorie auch so, in der No-Major-Glitches-Kategorie, da kommt es immer darauf an, wie viel Energie man zu dem Zeitpunkt hat. Man hat ja generell deutlich weniger Energie zu dem Zeitpunkt. Ja, und da kann es ein bisschen riskant sein, sich da einfach reinzustellen, weil diese Augen machen relativ viel Schaden und vor allem die Blitze von dem Hauptauge macht so mit den meisten Schaden im ganzen Spiel, mal abgesehen von Ganon. Und gerade eben kam eine Frage rein, auf die ich eigentlich schon gewartet habe. Wie zum Geier kommt man auf diese Scheiße? es ist genau das gleiche wie in Ocarina of Time beispielsweise auch. Also gerade ältere Spiele, ältere bekannte Spiele wie eben die alten Zelda-Teile, da läuft es tatsächlich so, dass Leute tatsächlich nach Glitches schauen, indem sie mit einem Emulator das Spiel sich anschauen und schauen, was in dem Speicher von dem Spiel, im internen Speicher, gerade welche Values sind. Genau deswegen wurde eben beispielsweise herausgefunden, dass es genau 16 Bytes sind, die eben zur Berechnung von den, den Projektilen verwendet werden, dass der Stab da ein bisschen komische Dinge mitmacht und der Rest war dann eben mit den Sachen, die man da herausgefunden hat, eben herumzuprobieren. Genau so kommt man darauf. Und ansonsten ist es eine Menge Zeitaufwand und eine Menge Liebe, sich mit dem Spiel zu beschäftigen. Auch wenn man es nicht glauben mag. Aber es braucht halt eine Menge an Arbeit und es braucht die Dedication, sich mit diesem Spiel so lange zu beschäftigen. Extremes Moin, was... Was ein Test damit macht, sowas ähnliches werden wir gleich noch sehen. Ja, wir haben uns jetzt gerade... ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sah das von der Beschreibung her eigentlich wie ein Exploration-Glitch aus. Okay. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da der Unterschied ist. Aber ich gehe mal davon aus, da dieser Glitch in dieser Kategorie erlaubt ist, ist es kein Exploration-Glitch. Auch wenn es von der Beschreibung sehr nah rangeht. Aber ja, wir haben uns gerade selber umgebracht und sind dadurch an die Wand gelaufen, indem wir uns in den Boden reingeklippt haben. Mehr oder weniger. Genau. Also im Grunde waren jetzt, oder ist ja immer noch, sind jetzt quasi die Daten aus zwei, aus zwei Save-Files, oder nicht Save-Files, aber aus zwei Spielzuständen gerade hier kombiniert. A glitch to the past, genau. Da. So, haben wir den Kristall bekommen, weil der Boss in dem Raum schon, ja, für das Spiel zumindest schon tot war. Richtig. Was ist ein Exploration Glitch? Das seht ihr gleich. Das genau. Gibt's im nächsten Run. Genau, da können wir dann mal drauf eingehen. Also wie gesagt, es gibt halt noch einen kleinen Bonus-Run hier nach von genau demselben Spiel, allerdings dann halt in der Any-Percent-Kategorie, also da, wo wirklich alles erlaubt ist. Wo man einfach nur versucht, so schnell wie möglich durchzukommen. Ja, der Run ist sofort danach. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass da wirklich noch großartig Pause ist. Vielleicht so eine Minute, wenn überhaupt. Jo. Ja, genau, dieser 2-Minuten-Run. Oder eigentlich so ungefähr 1,5 Minuten, aber beim Event wahrscheinlich eher 2. Und von Dingen, ich könnte mir diese ganzen Glitches nicht merken. Wenn du selber speedrunst, dann merkst du dir nicht unbedingt die ganzen Hintergründe zu dem Glitch. Du weißt, wie du ihn ausführst normalerweise. Eventuell, also zumindest hast du die Hintergründe zu einem Glitch nicht im Kopf, wenn du gerade aktiv am Run bist. Mhm. Du kannst ihn wahrscheinlich erklären, wenn du drüber nachdenkst ein bisschen. Aber du merkst dir einfach nur, was du ausführen musst meistens. Da ist Horotarubi gerade gestorben. Also nicht gut. Das war jetzt auch nicht beabsichtigt, aber das hatte ich vorhin ja schon mal angesprochen. Ganon, ja genau. Ich muss immer überlegen, Ganon oder Ganondorf. Ganon ist halt der Gegner im Spiel, der den meisten Schaden macht. Und wir haben ja jetzt auch noch unsere allererste Rüstung. Die hat man aber in fast jeder Kategorie. Und dementsprechend ist der Kampf halt auch recht gefährlich. Ja.
Genau, und was ich gerade noch sagen wollte, wurde jetzt von Sondubi auch fast mehr oder weniger gesagt. Man muss auch bedenken, dass Leute wie beispielsweise Hotarubi jetzt nicht unbedingt einmal das Game runnen. Ich sehe allein in dieser Kategorie, ich habe mir vorhin mal seine Splits einen Screenshot rausgezogen, da sehe ich, dass er 143 Mal einen Run angefangen hat für diese Kategorie alleine und 41 davon beendet. Oh, wow. Kann aber sein, dass es noch viel mehr sind und dazwischen durch mal die Statistiken da resettet hat an der Stelle. Ja gut, das kann natürlich auch mal sein. Also, ne? Ich gehe mal ganz kurz aufs Leaderboard. Ich hatte jetzt reingeschrieben 1 Minute 31 für Andy Percent Weltrekord, aber ich weiß gar nicht, ob der noch aktuell ist. Andy Percent, ich meine, ich hätte mal irgendwann mal eine 1.18 gesehen auf dem Andy Percent. Oh, wow. Okay, dann aber das ist schon vor Jahren. Okay. Moment, ich gucke. Nee, 1.23. Doch, ein Andy Percent, ja. Nee, hä? Ach, Quatsch. Nee, 1.31 ist tatsächlich noch. Ich meine, ich hätte mal eine 1.18 gesehen, aber. Nee, ist eine 1.31. 1.31, ja. 1.31 und der Ruby hat eine 1.40. 9 Sekunden hinterher. Es gibt auch wahnsinnig viele Kategorien für dieses Spiel. Also allein Major Glitches gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Kategorien. So, und wir haben Time. Jo. Also Time ist übrigens immer, wenn man halt diesen Raum betritt quasi. Richtig. Nicht direkt. Meinst du, wenn man da hochglitscht? Oder ja. Das ist, sobald man den Raum betritt. Ob man jetzt vom Gunfight kommt oder von anderen Stellen. Vom Start des Spiels. Genau. Ja. Moment, ich verlinke das Ganze mal. Also die Seite ist grundsätzlich immer oder fast immer speedrun.com. Aber hier ist halt jetzt hab speziell. Schon. Achso, ja gut. Ich habe jetzt sogar die Major Glitches Kategorie gleich aktiviert. So, und ich habe gehört, Tiger. Erstmal also danke für deine wunderschönen Erklärungen. Wir haben noch einen Andy Percent. Andy Percent noch. Stimmt, wir haben ja nochmal Andy Percent. Genau. War, wie gesagt, der dauert halt, ich würde mal schätzen, 2 Minuten. Gute Nacht, Sif. Jo, gute Nacht. Schlaf gut. Da kann ich schlafen gehen. Aber Sif, kratz bitte vorher noch deine Kinnlade da vom Boden. Lass sie bitte nicht liegen, danke. Nicht, dass du morgen früh drüber stolperst. So, und? Nochmal. So, das ist jetzt halt der Bonus-Run. Du darfst. Und ja, das hier ist A Link to the Past. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ewig lang keine Exploration-Glitch mehr gesehen. Okay. Also Exploration-Glitch Any Percent. Ich habe sie immer nur die No-Exploration-Glitches Any Percent selber gesehen und auch selber gemacht. Run startet natürlich mit der Cutscene, wie am Anfang. Und ab da muss ich selber ein bisschen improvisieren, was er genau macht. Nee, derselbe Run ist es ja nicht. Das ist nochmal eine ganz andere Sache hier. Genau. So. Ja, was wir jetzt machen, ist nämlich... bin mir jetzt am überlegen... Naja, muss ich erst das Schwert holen, tatsächlich doch. Deswegen dauert er so lange... Ja. Genau. Also der Anfang sieht halt noch ganz normal aus, aber das ist auch das Einzige, was hier noch normal aussehen wird. Ja, denn was wir als nächstes machen, ist dann der sogenannte Exploration Glitch. Mhm. So. Wobei ich glaube... Oder macht er doch No Exploration? Kann das sein? Die haben die ganze Zeit gemeint... Wir haben Estimate 5 Minuten drin stehen, also ja, sollte das auch. Das geht beides in den 5 Minuten locker weg. Aber ich glaube, er macht den Exploration Glitch hier an einer anderen Stelle. Also da runterfallen. So kenne ich das nämlich ursprünglich noch. Das ist der No Exploration Glitch eigentlich auch. Okay. Also im Grunde sind wir jetzt. Moment, ich gucke jetzt sicherheitshalber nochmal, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle. Ja, okay, irgendwie ruckelt das gerade ganz schön. Aber das liegt am Runner selber gerade. Also nicht wundern. Ich glaube, das liegt eher am Spiel. Nee, ich glaube, das liegt wirklich an der Verbindung vom Runner. Das okay. Spiel kommt damit eigentlich gut klar. Er macht tatsächlich die Route, die ich auch kenne. Die Route, die ich auch selber runne. Okay. Es gibt noch eine schnellere Route als die hier. Ja, deswegen. Ich habe nämlich auch damit gerechnet, dass die Route kommt.
Also dadurch, dass wir uns da haben runterfallen lassen an der einen Stelle und während des Fallens Safe and Quit gemacht haben, sind wir in so einer Zwischenebene gewesen. Das heißt, wir sind weder auf der oberen noch auf der unteren Ebene gewesen, konnten da zwar erstmal normal durchrennen, aber durch den Treffer vom Gegner sind wir in die Wand geglitscht und müssen uns jetzt hier spezifisch bewegen, ab jetzt eigentlich nur noch nach oben. Denn dieser finale Raum des Spiels, der liegt lustigerweise technisch gesehen im Hyrule Castle, und zwar ganz weit oben hier. Genau. Dann, nee, okay. Noch nicht, sofort vorbei. Jetzt ist es Exploration Glitch tatsächlich. Mhm. Okay, jetzt habe ich es auch erstmal wirklich gecheckt. Es geht um Exploration Glitches, der geht um die Räume, die einen oberen und einen unteren Layer haben. Ach so. Die anderen waren kein Exploration Glitch, weil du da mehr oder weniger in den Boden reingeklippt bist. Mhm. Okay. Aber nicht zwischen oberen und unteren Layer in einem Raum. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen Exploration Glitch und No Exploration Glitch. Aber das Time. Das ist diese Kategorie, die man halt sehr schnell lernen kann. Weil halt dieser Ganon-Kampf und der Raum dahinter, also der Endraum des Spiels, die sind halt im Hyrule Castle. Und wenn wir uns da halt durch die Wand glitschen oder in die Wand reinklippen, dann können wir halt einfach nach oben rennen und sind irgendwann bei diesen Räumen angekommen. Und weil wir den Raum betreten haben, denkt das Spiel, okay, da muss ja alles andere vorher geschafft haben. Dann hat er jetzt das Spiel durchgespielt. Und wie Tiger schon sagte, es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar direkt bei Links Haus, beim Starthaus. Da kann man halt auch noch ein bisschen rausklippen. Und das ist halt die allerschnellste Variante. Die ist aber technisch ein bisschen anspruchsvoller noch. Genau, also das ist wirklich eine einfache Variante. Genau. Und das ist auch das, was wir den Leuten zum Beispiel 2017 war es, glaube ich, auf der Dokumi auch beigebracht hatten. Also Leute, die von Speedruns keine Ahnung hatten, die haben eine halbe Stunde später diesen Speedrun hinbekommen. Ja. Schön für den Einstieg. Und ja. Und dann kann man von Freunden angeben und sagen, ja, ich kann das Spiel nur noch 5 Minuten durchspielen. Wir haben 2018 auch. Stimmt, ist ja sogar noch drauf. Also ich möchte mich erstmal nochmal bei dir bedanken, Tiger, dass du so spontan mit eingesprungen bist noch. Ja, vielen Dank. Dabei ist Wunsch, dass Real Life ein bisschen gekrittet hat. Aber kann man ja nie ändern, leider. Genau, und passiert. War ein schönes Commentary wieder von dir und Beni.